Ich glaube, dass es eine gute Platte wird. Aber das ist vielleicht ein Tick zu früh gesagt. Ich habe sehr lange überlegt, wie man das besetzen könnte, auch was die Instrumente anging. Aber ich wollte gern zum normalen Quartett zurückgehen. Lisa spielt vor allen Dingen die schönen langen Noten, die ich liebe, am Bass. Tubak hört nicht auf. Er geht immer mehr nach oben, was Frank angeht. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben schon zusammen aufgenommen. Ich höre heute noch nach wie vielen Jahren, Frank? Mindestens 20. Beide genauso gut aussehen wie heute. Ja, jedenfalls, ich höre sie immer noch sehr gern, diese Platte. Ich finde Yellow and Blue ist auf jeden Fall ein sehr, sehr passender Titel, weil das auch gerade diesen Kontrast der Platte und der Band zum Ausdruck bringt. Diese Kombination zeigt eigentlich auch so ein bisschen das Leben von Rolf. Man hört, wenn Rolf Balladen interpretiert, dann kommt so ein ganzes Leben plötzlich im Kopfhörer, wenn man mit ihm spielen darf. Und das ist sehr, sehr berührend. Und auf der anderen Seite das Yellow, was wir haben, dass Rolf immer diese Energie mitbringt. Ich weiß noch, unsere allerletzte Aufnahme, wir beide alleine, Tubak mit Buddy Percussion bis zur Selbstaufgabe und hat mir also so viel Freude gemacht. We had a lot of fun, for sure. But also the fact that the way we do it has to do with improvisation. In this particular case with the clarinet actually mixes and creates like a pretty quiet but yet exciting atmosphere. Es ist immer ein anderes Gefühl, mit Rolf zu spielen, weil man weiß nie genau, worauf man sich einlässt. Es kommen immer wieder neue Dinge, auch während der Studiozeit. Wir haben geprobt und gemacht und plötzlich kommen überraschende Dinge vom Rolf musikalischer Art. Da sagt man immer nur, wow, was passiert denn jetzt? Und das ist einfach diese Neugier, die Rolf hat, die überträgt sich auf einen selbst. Ich habe mich total gefreut, als ich Noten geschickt gekriegt habe. Einfach schöne, handgeschriebene Noten, wo man genau weiß, der weiß, wie man für einen Bass schreibt. Und es steht alles genauso da und man hat Freiheiten. Und das ist einfach, war alles sehr intensiv. Second time was, you know, there are some good challenges. That one I liked, actually. One thing that I found very interesting was that we were able to create a specific atmosphere and a specific energy for each tune. Ich kann nur sagen, ich bin extrem glücklich mit dieser Produktion und die ist sehr eigenwillig und sehr anders als alle Platten, die ich bisher gemacht habe.